Jetzt habe ich noch eine neue Vokabel für dich, nachdem du jetzt klugscheißen kannst und sagen kannst, ich weiß, was ein Additiv-Inverses ist. Sprechen wir jetzt ein bisschen über Multiplikativ-Inverse. Und zwar folgendermaßen. Stell dir mal vor, du hast Euromünzen und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und ich möchte dich mal bitten zu überlegen, mit was du diese 5 Euromünzen multiplizieren müsstest, um bei einer Euromünze anzukommen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so intuitiv, aber du könntest dir eine Vorüberlegung machen. Du kannst sagen, okay, ich habe 5 Euro-Münzen, durch was müsste ich das denn teilen, um bei einer Euro-Münze anzukommen? Das ist nicht ganz so schwer, also du kannst überlegen, 5 aufgeteilt auf 5 Menschen, also wenn man das in 5 Grüppchen einteilt hier, dann ist in jeder Gruppe genau eine Euro-Münze, also 5 geteilt durch 5 ist gleich 1. Und du weißt, dass die Multiplikation und Division in einer gewissen Verbindung stehen. Du kannst also das hier auch als Multiplikationsaufgabe ausdrücken. Also 5 mal irgendwas ergibt gleich 1. Und dieses irgendwas, das ist, was wir das Multiplikativ-Inverse nennen. Also ich schreibe hier mal hin. Multiplikativ Inverses. Inverses. Okay, jetzt ist die Frage, was ist das? Das ist im Prinzip das gleiche wie der Kehrwert. Hast du schon mal gehört, Kehrwert? Also wir gucken 5 mal, was ist der Kehrwert von 5? Das ist ein Fünftel. Und machen wir nochmal anschaulich. Also wenn du einen ganzen Kuchen hast und du möchtest den in 5 Teile aufteilen, wie groß müsste ein Teil dann sein? Genau ein Fünftel. Also wenn du 1, 2, 3, 4, 5 mal ein Fünftel hast, dann kommst du zu einem ganzen Kuchen. Also ist gar nicht schwer. Also Multiplikativ-Inverses ist einfach das gleiche wie der Kehrwert. Und die Idee ist einfach dahinter, du hast eine ganze Zahl, packst das Multiplikativ-Inverse obendrauf und kommst immer bei 1 an. Machen wir noch ein Beispiel. Wenn ich sage 217 mal was ergibt gleich 1, dann weißt du, okay, das Multiplikativ-Inverse davon, also der Kehrwert von 217, ist einfach 1 geteilt durch 217. Also 217 mal 1, 217 ist gleich 1. Und selbst wenn du solche schönen langen Zahlen hast wie 8.345.271, mit was müssten wir das multiplizieren, um bei 1 anzukommen? Mit dem Kehrwert, mit dem Multiplikativ-Inversen. Also das wäre ein 8.345.271. Okay? Also dieses Konzept ist eigentlich auch nicht weiter schwierig.